Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 32, Vers 8, da steht: Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das setzt voraus, dass du ganz in seiner Nähe bist. Er führt und leitet dich, wenn du ganz nahe bei ihm bist. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, der Segen vom Opfern. Und du darfst uns gerne deine Gebetsanliegen schicken auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon, heute bis 13 Uhr. Der Segen vom Opfern. Und wenn wir Opfern hören, in Verbindung mit der Bibel oder dem Glauben, denken wir immer an Geld. Es ist nicht immer das Geld. Und ich lese jetzt einen Vers vor vom Zehnten geben. Da meinst du auch, das dreht sich nur um Geld. Denn steht in Malachi 3, Vers 10. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ja, da denken wir immer, ja, Geld, gib den Zehnten. Das ist eine biblische Sache, selbstverständlich. Aber nicht nur das Geld, wollen wir vielleicht mal auch den Zehnten unserer Zeit opfern? Boah, du sagst, das ist ja noch schlimmer. Geld geht ja noch, aber Zeit ist kostbar, ich habe keine Zeit. Ja, genau deswegen. Zeit opfern und dann ist Segen versprochen. Statt manchmal schuften, ich habe keine Zeit und schuften, dass du wirklich das, was du sonst als Segen bekommen würdest, dir erschuftest. Zeit mit Gott ist keine verlorene Zeit. Es ist keine verlorene Zeit. Gott möchte nicht, dass wir ein Ziel erschuften. Er möchte uns Segen geben. Das heißt nicht immer, dass man sagt, okay, ich gebe den Zehnten und alles fällt vom Himmel. Bestimmt nicht, das will ich nicht damit sagen. Aber opfere Zeit und du wirst Segen bekommen für Dinge, die du vielleicht sonst sehr erarbeiten müsstest. Danke, Herr, dass wir wirklich, wirklich mit dir unterwegs sein dürfen. Und Herr, dass wir deine Formeln verstehen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir Opfer bringen dürfen. Auch Opfer unserer Zeit, Herr, für dich, Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir dafür, Herr, lehre da uns, Herr, dass wir sehen, Herr, wie deine Prinzipien funktionieren. Ich danke dir dafür. Danke. Amen. Ja, schreib uns in den Chat oder auch in die Kommentarzeile, schreibe rein, was du bekommen hast durch Segen. Ja, und auch heute wollen wir wieder beten. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen für seinen Bruder. Mein jüngster Bruder ist 33 Jahre alt. Er hat bisher gefühlt 10 Studiengänge angefangen, aber in keinem davon ernsthaft studiert. Jetzt ist er seit circa 2 Jahren wieder bei meinen Eltern und macht gar nichts mehr. Meine Eltern, beide über 75 Jahre alt, sind am Verzweifeln und können nicht mehr, bringen es aber auch nicht übers Herz, ihn vor die Tür zu setzen. Bitte helft mir beten, dass mein Bruder die Motivation erhält, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, damit meine Eltern sich keine Sorgen mehr machen müssen und ihre letzten Lebensjahre noch etwas genießen können. Vielen Dank. Ja, die Sorgen dieser Eltern kann man nachvollziehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesem Mann wirklich begegnest, dass du ihm wirklich diese Motivation schenkst, sein Leben in die Hand zu nehmen. Danke, dass du ihm Perspektive gibst, dass du ihm wirklich den Platz zeigst, den du für ihn vorgesehen hast. Danke, Jesus, dass du ihm Kraft gibst, dass du ihm Mut gibst, dass du ihm wirklich Perspektive schenkst. Danke, Jesus, und dass er neue Kraft bekommt, dass er wirklich einen Schritt und einen Schub nach vorne macht. Danke, Jesus, dass du eingreifst und Veränderung schenkst im Leben dieses Mannes. Und ich danke dir auch für die Eltern. Danke, dass sie ihre Sorgen wirklich auf dich werfen dürfen. Danke, dass du ihnen Weisheit gibst mit der Situation,
Situation umzugehen. Danke, Jesus, dass du bei ihnen bist und dass du sie auch gesund erhältst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen eines Mannes. Er schreibt Folgendes: Ich habe Wassereinlagerungen im ganzen Körper. Mittlerweile sind es 7 Kilo. Bitte betet für mich um Heilung meines Körpers und dass ich wieder gesund und munter werde. Gott segne euch. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Mann kennst. Danke, dass dieses Wasser wieder ausgeschwemmt wird, das sich da angesammelt hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch die Ursache beseitigst. Da, wo die Ursache liegt und wo es herkommt. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du diesen Körper wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung bringst. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über diesem Mann. Und ich danke dir, dass dieses Wasser verschwindet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an und die Infos sind eingeblendet. Per WhatsApp erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Hallo liebe Geschwister, immer vielen Dank für eure Gebete. Ich komme äußerlich gut zurecht, aber innerlich vom seelischen, psychischen Zustand geht es mir weiter nicht wirklich gut. Ich muss wieder heulen, fühle eine schreckliche Leere. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht mehr. Bitte betet für Erkenntnis, für Erquickung und Frieden und wieder Freude und dass das auch ankommt. Vielen Dank. Oh ja, danke Herr. Fülle die Person, Herr. Herr, mit deiner Gegenwart. Herr, ich danke dir dafür. Herr, wir dürfen mit deinem Heiligen Geist leben, der in uns ist. Und danke, Herr, dass auch diese Person es versteht und lernt, es freizusetzen, wirklich Freude am Leben zu haben. Und dass die ganze Leere erfüllt wird, Herr, mit allem, was du hast, Herr. Danke, Herr, ganz besonders deine Liebe, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass die Leere verschwindet muss in Jesu Namen. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wir mit dir leben dürfen durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns per E-Mail dieses Gebetsanliegen. Ihr Lieben, oft schaue ich sonntags den Online-Gottesdienst. Seit Jahren habe ich ein chronisches Leiden. Ich muss wieder ins Spital. Sie machen dann eine Kurznarkose und stochern im Bauch herum, um zu sehen, ob die Zellen entzündet sind. Sie wissen nicht, woher das kommt. Das weiß wirklich nur Gott. Ich bin auch so langsam ermüdet, weil es schon so lange geht. Ich danke euch von Herzen. Danke, Herr. Herr, selbst wenn was chronisch ist, unheilbar und Herr, für Ärzte unmöglich oder wehtut und Herr, keiner findet es, Herr, du hast uns geschaffen, Herr, und du hast Lösungen, du hast Heilung. Und Herr, so rufen wir auch Heilung, komplette Heilung in den Körper, Herr, dieses Menschen hinein. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunderbares tust, Herr, an dieser Frau. Herr, dass du sie berührst und Herr, dass die Schmerzen und all das chronische Zeug verschwindet in Jesu Namen. Amen. Amen. Und großartige Zeugnisse haben wir wieder erhalten. Eine komplette Lebensveränderung. Wie großartig ist doch unser Gott. 30 Jahre war ich in einer sehr schlimmen Situation. Nach meiner Scheidung war ich voller Existenzangst. Ich habe viel gesündigt und mein Leben an die Wand gefahren. 2016/17 kam der endgültige Zusammenbruch und kam für ein Jahr in die Psychiatrie. Dieser Aufenthalt hat mich nicht geheilt, aber ich bekomme seitdem Erwerbsminderungsrente, denn ich konnte mit den Depressionen, unter denen ich litt, nicht mehr arbeiten. Ich stieß auf den Sender Bibel TV und auf eure Predigten. Was soll ich sagen? Ich wurde süchtig nach Gottes Wort, fing an zu beten und in der Bibel zu lesen. Ich habe alles vor Gott gebracht und Jesus gebeten, in mein Herz zu kommen. Das war vor ein paar Jahren. Seitdem hat sich viel verändert. Die Heilung kam in sehr langsamen Schritten. Gott hat mir einen liebevollen und treuen Mann an meine Seite gestellt. Er hat mir geholfen, allen zu verzeihen. In meiner Familie haben wir uns versöhnt und dieses Jahr wurde ich in meiner Gemeinde getauft. Danke für alle Gebete und eure ermutigenden Predigten.
Was für ein starkes Zeugnis, wenn Gott so eine Lebensveränderung schenkt. Und Gott kennt auch unsere Wünsche. Wir möchten euch heute mitteilen, dass unsere zwei Söhne dank eurer Gebete die Technikerprüfung geschafft haben. Wir baten euch auch um Gebetsunterstützung für einen Bauplatz. Jetzt haben wir in unserer alten Heimat einen schönen Bauplatz gefunden. Vielen Dank für eure Gebete. Ja, Gott kennt auch unsere Wünsche. Und aus der Schweiz kommt folgende Gebetserhörung. Tausend Dank für eure Gebete. Die Ohren sind geheilt. Dies wurde durch eine Ärztin bestätigt. Und Gott sorgt auch für Pflegeplätze, wie diese Person schreibt. Der Herr ist so groß. Ich habe gerade ein Angebot für einen Pflegeplatz bekommen. Halleluja. Dankeschön für das Gebet. Und das kann wirklich auch eine Not sein, wenn man einen Pflegeplatz sucht und keinen findet. Wie wunderbar. Was für eine Auswahl an Gebetserhörungen haben wir heute wieder gehabt. Querbeet, so wunderbar. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ich möchte dir mal raten, probier mal wirklich aus, Zeit zu opfern. Für eine Sache, für Gott, für Zeit, für Gott. Probier es mal aus. Ich sag dir, es wird dir Freude machen, denn darauf wird Segen folgen. Schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Und wenn du mehr von uns haben möchtest, die Ermutigung der Woche kommt jeden Montag zu dir in dein E-Mail-Postfach, wenn du sie abonniert hast. Geh einfach auf unsere Webseite und abonnier sie und den nächsten Montag, immer montags, bekommst du die Ermutigung der Woche. Alles Gute wünschen wir dir und bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.